Herzlich willkommen bei unserem BTR-Podcast. Du hörst die Predigtserie «Leiten wie Nehemia. Führungsprinzipien für den Alltag». Das ist Teil 3. Feiern Erfolge. Hey, guten Morgen miteinander. Immer schön, bei euch zu sein. Nehemia, wow. Hat er immer mal daran geglaubt, dass er mal zum Ende kommt? Oder ist das also die ewige Botschaft gewesen? Aber ich freue mich mega, dass ich da dabei sein darf beim Abschluss, beim letzten Kapitel, beim 12. Kapitel, die Einweihung von der Mauer. Ganz liebe Grüße von meiner Frau Sandy. Sie darf heute bei uns predigen. Und das ist immer schön, wenn ich weg bin, dann kann sie predigen, dann hat sie auch gern. Hey, so schön sind wir da. Und auch so schön, dass wir haben können das ganze Corona-Zeit ein bisschen hinter uns legen. Ich weiss, gewisse Sachen sind immer noch ein bisschen ein Fragezeichen. Aber schön kann ich euch in Gesichter sehen und ihr smilet mich an. Die meisten. Und das ist so schön. Ich weiss es noch früh am Morgen. Aber hey, gehen wir gut das Wort zusammen und dann wirklich mal den Heiligen Geist bitten, dass er uns da viele Sachen kann beibringen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Wort und speziell gerade da der Brief von Esra und Nehemia, wo ja eigentlich so viel uns schenkt an Leiterschaft, Prinzipien und einfach wie man das Leben lebt und wie man Sachen übersteht, überwindet tut und ja, Sachen auch durchkämpft und jetzt auch am Schluss, wie man das kann feiern, wenn du, Herr, einen Sieg bringst. Und so danke ich dir, Herr, für dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Heiliger Geist, du bist der Lehrer. Du bist der, der offene Herzen kann machen. Du bist der, der dein Wort kann tief in Herzen ihnen säen, dass es auch viel Frucht bringt. Und für das haben wir dir jetzt schon all Ehre in Jesu Namen. Amen. Okay, das Kapitel 12, habt ihr das schon mal gelesen? Anybody? Okay, 3 von euch. 2,5 vielleicht. So schön. Mit mir 3, wunderbar. Also wenn ihr es könnt, mal durchlesen, ist sicher sehr gut. Vielleicht jetzt gerade nach im Nein nochmal zurückgehen und lesen, um zu sehen, ob ich wirklich alles richtig gesagt habe. Nein, dass ihr auch seht, was im Wort ist für euch. Also ich wollte wirklich darauf ermutigen mit dem. Aber die ersten 26 Vers, ist fast wie ein Telefonbuch lesen. Es hat all die verschiedenen Namen. Die Leviter und Priester und wer involviert war und wer mitgekommen ist und Söhne von diesem und Söhne von dem. Und das ist ein bisschen mühsam zum Lesen. Aber was ihr da drin sehen könnt, ist, dass Gott wirklich den Einzelnen schätzt. Und wenn es um Leiterschaft geht, es ist nicht irgendwie, ja, wir haben eine Gruppe gehabt. Nein, wir haben individuelle Leute gehabt, die einen Namen haben, die eine Story haben, die ein Leben haben. Und wenn ihr mit Leuten unterwegs seid, macht es doch persönlich. Nicht irgendwie, ja, ich kann diese Gruppe oder ein Lobpreisteam. Nein, ich kann Leute in diesem Team, die einen Namen haben, die Gefühle, Emotionen haben, eine Geschichte haben hinter sich. Und wenn es ums Leiten geht, das ist wichtig. Ich meine, ich tue irgendwie einfach mal ein Zoom machen mit allen meinen Kindern. Ich rufe am Justin an und der Jessica an, am Joel und der Janelle und ich tue sie mit dem Namen ansprechen. Und das ist so wichtig, auch beim Matthäusbrief auch manchmal, denke ich, oder wie Leviticus, das ist das 3. Mose, 2. Mose, irgendwie sagt im Deutschen, hat es auch viel einfach die Genealogy, die ganze Gruppe von Generationen. Und man sieht dort, wie wichtig das ist, der Individuelle bei Gott. Und darum ist es sehr wichtig, dass du weißt, du bist geschätzt, du bist wichtig, Gott kennt deinen Namen. Dein Name ist geschrieben im Buch im Himmel. Es geht viel um den Namen bei Gott. Er redet dich auch an mit Namen. Er sagt nicht nur, hey du, mit der Brille. Nein, er redet dich an, er weiß, wer du bist. Und ich glaube, das können wir auch bei uns können mitnehmen. Einfach ganz am Anfang, dass, hey, es geht nicht nur irgendwie um ein Prinzip da draussen, es geht wirklich auch um Menschen. Dass wir die Menschen mit ihnen unterwegs sind. Ich habe so ein bisschen 4 Sachen angeschaut in diesen verschiedenen Versen. Und ganz am Anfang vom
Vers 27 bis Vers 29 ist die Versammlung der Leviten in dieser Einweihungszeremonie. Einfach das riesige Fest. Zwei riesige Chöre, die so reinmarschieren tun. Das hat wahrscheinlich enorm ausgesehen. Die sind auf dieser Mauer gelaufen, die sie gebaut haben. Und die Einweihungszeremonie, ich glaube, was man dort rausnehmen ist, was immer mir Gott widmet, wird er wertvoll machen. Was immer du Gott gibst, wird wertvoll. Am Anfang haben meine Frau und ich unsere Ehe Gott gewidmet. Das heisst, für uns ist die Ehe wertvoll. Ich bete jeden Tag für meine Familie. Ich gebe sie jeden Tag mit Namen zu Gott hin, an mein Team und die Pastoren, wenn ich unterwegs bin. Und all das, die Personen, die mir wichtig sind, wo Gott in mein Leben reingebracht hat, ich gebe sie zu Gott regelmäßig. Und das bringt mich in den Punkt hinein, wo diese Personen immer wertvoll sind. Das heisst, wer bei dir im Leben ist, gib's Gott. Deine Arbeit, deine Kinder, deine Nachbarn, deine Church, all die Sachen, die dir wichtig sind im Leben, gib das Gott. Du sie ihm wirklich auch widmen. Weil dann wird es wertvoller. Wenn man es nur irgendwie so ein bisschen als ferner Liefen mitnimmt, dann manchmal verliert man den Wert drin. Und Wertschätzung als Leiter ist, ich will nicht irgendwie Sachen, die nicht so wertvoll sind für mich oder nicht so wichtig sind für mich. Für jemand anderes wichtig sein, für mich aber nicht. Ich meine, Kassiererin jetzt im Coop bei der Tankstelle, die ich einmal, zweimal im Jahr sehe, ja, ist nicht die wichtigste Person in meinem Leben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich sie sehe, im Auto nachher, es gibt Wettsprechen über sie, wenn sie im Herzen ist irgendwie. Aber es sind die Leute, die ich Gott gebe, es sind die Sachen, die ich Gott gebe, die wertvoll sind. Und darum gebe ich es ihm auch, weil es ja wichtig ist. Und er sagt dort, in verschiedenen Versen, ein paar Sachen einfach rauspflücken dort. Sie suchten die Leviten in allen ihren Orten auf, um sie nach Jerusalem zu bringen. Sie haben alle eingeladen. Alle, die irgendwie Rang und Namen haben, alle, die irgendwie dabei waren im Fest, im Aufbauen von dieser Mauer, einfach reingebracht. Kommt zusammen. Wir alle sind dabei gewesen. Sie sollten die Einweihung mit Freude feiern, sowohl mit Danksagungen als auch mit Gesang. Es ist immer schön, wenn man fest, wenn man singen kann. Ich bin noch nie beim Oktoberfest gewesen, aber ich habe gehört, es gibt viel Singen dort. Ich bin noch nie bei der Bundesliga gewesen, am Shootmatch, aber ich habe immer am Fernsehen wieder Highlights gesehen. Ich singe noch oft grosse Lieder da. Ein riesen Chor wird das. Wenn die Leute festlich unterwegs sind, wenn sie etwas haben zum Feiern, zum Zelebrieren, man singt immer. Ich weiss, die Weihnachten bei uns als Kind, die am meisten Emotionen drin hatten, ist, wo wir nachher einfach hingesessen sind und ein paar Lieder gesungen haben. Nur wir als Family. Ja, als Teenager war es ein bisschen langweilig. Ich habe es nicht so irgendwie genossen. Ich denke, es ist ein bisschen altmodisch, aber hey, es ist etwas, wo ich jetzt zurückschaue und ich denke, es ist sehr wertvoll. Also Gesang ist immer etwas Schönes und darum auch heute Morgen kommen wir zusammen und miteinander singen, weil, wie es der Raffi gesagt hat, wir feiern Gott, wir machen ihn gross. Und es hat jeder gesagt, die Söhne der Sänger, die Sänger hatten sich Dörfer gebaut. Das heisst, das ist ein Lifestyle für dich, zu miteinander unterwegs sein. Das sind Söhne, das sind Family, die haben alle mitgebaut, alle mitgemacht. Ist fast ein bisschen so wie Church, kann man sagen, in der Gemeinde. Das heisst, meine Kids sind involviert, meine Frau ist involviert, alle sind noch dabei und wenn unsere Kinder uns besuchen, die außerhalb der Stadt sind, wir gehen zusammen in die Church am Sonntag. Es ist etwas, was wir zusammen feiern und machen. Und das gleiche mit dieser Mauer, die sie gebaut haben, weil sie können dort die Stadt wieder zu ihrem Pracht zurückbringen. Und das ist so schön gewesen, wo der Herr gesagt hat, bringt alle zusammen. Family, alle, die mitgemacht haben. Und auch dort drin ist ein grosses Prinzip. Das Zweite, was wir dort sehen, ist im Vers 30, wo es heisst, die Priester und Leviten reinigten zunächst sich selbst, dann das Volk, die Tore und die Mauer. Soll ich das lieber rausnehmen, dass es einfacher wird? Die Reinigung. Und es ist etwas ganz Wichtiges, glaube ich, wenn man mit Gott etwas macht, mit ihm zusammen macht. Er will, dass es sauber ist.
Er will, dass es rein ist. Er will, dass es nicht irgendwie, ja, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Kaffee trinke und ich sehe, es ist eine Mucke in meinem Kaffee drin, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ein Witz eigentlich in Afrika, wo wir Missionsfeld sind für viele Jahre. Das heisst, dass der Erstjahr-Missionar, wenn er sieht, dass es Ameisen im Zucker hat, dann nimmt er gar keinen Zucker, dann verzichtet er. Und dann der Zweitjahr-Missionar, wenn er sieht, dass er Zucker, Ameisen hat, dann nimmt das so ein bisschen auf der Seite rum, wo keine Ameisen sind, und tut es so in den Kaffee rein. Und dann der Drittjahr-Missionar, manchmal, wenn ich eine Ameise im Kaffee schwimmt, aber mit dem Löffel wegnehmen. Und dann der Viertjahr-Missionar, der trinkt keinen Kaffee ohne Ameisen. Das muss einfach irgendwie drin sein. Aber hat ein bisschen Wahrheit drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben alles müssen in den Eisschrank tun, also das Mehl. Wenn man das Mehl draussen lassen hat, hat es eben Käfer drin gehabt. Und das hat man müssen immer in die Frühtruhe drin tun und alles andere auch, Kaffee. Und ja, wir haben mehr im Frigo drin gehabt, als eigentlich im Kastel drin. Aber anyway, die Reinigung, dass wir auch können rein bleiben. Was heisst das rein bleiben? Das ist, oder das rein sein? Weil im 2. Korinther 7 und Vers 1 heißt es: Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten, die Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Die Ehrfurcht Gott ist schon ein Schlüssel. Das heißt, wenn ich nicht irgendwie Angst habe vor Gott, aber ich habe so einen Respekt vor Gott, ich habe so eine Ehrfurcht vor Gott. Er ist der, der alles gemacht hat. Ohne ihn kann ich gar nicht leben. Er hat mir heute Morgen und dir den Schnuff gegeben in unsere Lungen, damit wir aufstehen und in den Tag hineingehen. Das ist einfach der Gott. Es ist einfach mächtig. Er ist enorm. Kein Anfang, kein Ende. Er ist Gott. Und wenn man diese Haltung hat vor Gott, dann will man gar nicht mit ihm unterwegs sein und man hat Sachen, wo vielleicht unreine Gedanken sind. Oder man macht Sachen, man hat eine Gewohnheit oder einen Lebensstil, der einfach nicht so gesund ist oder übereinstimmend ist mit Gott. Weil wenn wir in einer Krise sind und dann gehen wir mal zu Gott und sagen, hey Gott, mein Baby ist krank, hast du? Und dann denken wir vielleicht, oh, hätte ich doch das bereinigt oder hätte ich doch das nicht so gemacht oder ich habe das noch nicht bekannt vor ihm und Buße da und man hat ein schlechtes Gewissen und nicht, dass Gott uns irgendwie nachher einfach ignoriert und ich halt die Schulter zeigt. Aber es ist halt so, wenn wir rein sind, wenn wir zu unserem besten Gewissen leben, wenn wir näher zu Jesus sein und wie Jesus sein und der Heilige Geist jeden Tag bittet, hilf mir, so zu leben, damit ich dich kann erbringen, damit andere Leute sehen, wie Jesus eigentlich ist. Und wenn das dein Gebet ist und mein Gebet, dann kommen wir nicht drum herum, dass wir uns irgendwie ein bisschen reinigen müssen. Regelmäßig. Ich bin froh, habe ich heute Morgen eine Dusche gehabt. Ich weiß, bei euch sicher auch oder andere vielleicht heute Nachmittag hoffentlich, wenn ihr heimgeht. Aber es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig tun. Aber ja, das Waschen, das Wort sagt ja auch, dass das Wort, Gottes Wort uns reinigt und wirklich dann uns auch wascht. Und das ist halt wichtig. Weil wenn wir einen Standard haben von, sag mal, Reinigkeit und einen Standard haben, wie wir leben wollen und was unser Leben wirklich bedeutet, dann können wir auch mit Zuversicht seine Verheißungen glauben. Dann wissen wir genau, hey, es ist nichts, was ich gemacht habe, wo irgendwie mich jetzt nach einer, ja, hin und drum irgendwie Verheißungen nicht für mich würden funktionieren. Warum? Ja, ich bin halt da und dort und weiß ich was nicht, ich weiß nicht. Ich weiß gerade, vor letzter Woche hatte ich ein Bärchen gehabt, wo ein bisschen Mühe hat in der Ehe jetzt gerade. Und es ist, weißt du was, ich wollte Gott folgen, ich wollte, was Gott will und so. Und Jesus ist im Zentrum, aber das verändere ich nicht. So Gott, weißt du, Gott, du darfst alles haben, außer meine Finanzen. Gott, ich gebe dir alles, außer mein Auto.
es sind verschiedene Sachen, wo manchmal denken, wirklich? Oder willst du nicht einfach alles Gott geben? Und manchmal sind wir eben in unserer geistlichen Reiseentwicklung noch nicht gerade dort, wo wir alles geben können. Und ich wünsche für dich heute und auch die, die zuhören beim Stream, dass ihr euer Leben anschaut und sagt, Herr, gibt es irgendwie etwas in meinem Leben, wo dir nicht gefällt? Gibt es irgendwie etwas in meinem Leben, wo man ein bisschen eine Tür offen lässt, eine Spalte offen lässt, wo der Find eventuell rein kann kommen und Sachen ein bisschen unter Obsi machen? Herr, zeig mir, ich will wirklich vor dir sein, wie der Paulus sagt, ein Brief, der offen gelesen kann werden von allen. Dass ich nicht mit Geheimnis muss unterwegs sein. Dass ich irgendwie denke, oh, jetzt muss ich halt noch die andere Lüge, zum die erste Lüge. Es gibt ja weisse Lügen. Wisst ihr, was weisse Lügen sind? Weisse Lügen sind ja die Lügen, die man einfach muss fast sagen. Es sind keine richtigen Lügen, es sind ein bisschen einfach nicht ganz die Wahrheit bekennen, aber du weißt, da wird es einfach kompliziert. Und darum sagt Herr, ich gebe dir einfach alles. Und das ist das, was geht. Er will, dass die Leute kommen in Lobpreis hinein. Er will, dass die Leute dort, wo diese Zeremonie tun, wirklich feiern, dass sie ohne schlechtes Gewissen können feiern können. Dass sie nicht irgendwie da in der Church sitzen und die Hände übertönen und sagen, Herr, ich bete dich an, du bist wunderbar groß. Und ich denke, oh, hätte ich doch das nicht geschaut auf dem Internet. Oh, hätte ich doch das und hätte ich das nicht gesagt. Und hätte ich doch dort noch rasch vergeben, wo Heilige Geist du mich wirklich dazu gebracht hast und gesagt, vergib. Es ist schwierig, zu mir Gottes Gegenwart zu sein und ihn anbeten und wirklich deine Gedanken bei ihm zu haben, weil noch ein paar Sachen da sind, die aber nicht ganz stimmen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, ich rede vom anderen Gottesdienst. Vor allem, ihr sind die, die rein sind und alles gut sind. Einfach nehmt es doch mit, dass ihr sagt, hey Herr, ich wirklich mal ab und zu, gib mir doch irgendwie ein Einsicht. Gibt es Sachen im Leben, die ich könnte verändern? Das ist die ganze Reinigung. Im Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl Gelenke und Marken zu bieten. Was ich sehe, da ist das Gottes Wort Seele und Geist separiert. Eure Seele ist euer Wille, euer Verstand, eure Emotionen. Und Geist ist das, wo der Heilige Geist lebt in dir rein, in deinem Geist rein. Da bist du ja eins mit Gott. Aber was meistens ein bisschen krumm wird, was meistens ein bisschen mühsam ist, ist ja unsere Seele. Das heisst, unser Verstand, wie wir denken und unsere Gedanken, Gewohnheiten. Und dort haben wir den grössten Krieg auch zwischen den Ohren. Meistens dort ist ja, was ganz ein bisschen knurzen tut. Und dass wir auch dort sagen, Herr, dass dein Wort mich eben wirklich erneuert, meinen Sinn erneuert, dass ich dir Gedanken kann, dir auch geben, wo ich Mühe habe damit, oder die Haltungen, wo ich denke, ja, meine Schwägerin ist einfach, sie ist so eine schwierige Person. Meine Schwägerin ist wunderbar gewesen, aber als Beispiel. Aber es gibt Personen in unserem Leben, wo man manchmal denkt, ich muss die Person lieben, aber ich kann sie nur in kleine Portionen tolerieren, weil sie einfach so mühsam sind. Und ich glaube, manchmal hat der Herr die Leute in unser Leben geschickt, aber wir können auch dort die Haltung ein bisschen schleifen und ein bisschen besser werden. Einfach mal, dass man das kann so ein bisschen mitnehmen. Was wir auch noch sehen, ist dann Vers 31 bis 43, wo eben die Seite, die zwei Chöre sind gekommen. Das heisst, ein freudiger Lobpreis. Ich weiss gar nicht, ob es etwas anderes kann geben als ein freudiger Lobpreis. Für mich ist Lobpreis etwas Freudiges. Ich meine, es ist wie wenn man, wenn man sagt, ja, ich weiß nicht was, man geht an ein Fest, aber man hat keine Musik und man hat nichts und einfach dort sitzen. Ist ein bisschen, wenn ich meine eigene Geburtstagsparty feiere und ich bin ganz allein daheim und ich habe so ein Muffin mit einem Kerzen drin und so ein Partyhütchen an und dann so ein kleines das ist ein riesiges Tütchen da und singt zu mir Happy Birthday to me. Das ist nicht festlich, oder? Etwas fehlt doch dort. Und ich glaube auch bei uns in dem Text
Was heißt Vers 31? Ich führte die Oberhäupter von Juda oben auf die Mauer und stellte zwei große Chöre für die Danklieder auf. Einer der Chöre schritt auf der Mauer entlang nach rechts zum Misthorn. Vers 42, die Sänger, ja, Maya und Shemaya und Eli und Ursi und Johann und all die. Vers 43, an diesem Tag wurden viele Opfer dargebracht und es wurde gefeiert, denn Gott hatte ihnen einen Anlass zu großer Freude gegeben. Auch die Frauen und Kinder nahmen an der Feier teil und die Freude in Jerusalem war weithin zu hören. Mächtige Event ist es. Ich will mir mal vorstellen, das sind riesige Chöre, hunderte von Leuten, die gekommen sind, vom ganzen Land sind zusammengekommen, um das zu feiern. Und die Mauer war gewaltig, dass die zwei Chöre können eigentlich auf dieser Mauer laufen, im Gesang runterkommen, in das Tor rein und dann nachher zum Tempel hin. Einfach eine gewaltige Sache. Also, fast ein bisschen, wenn man mal die 12 Gebote mit dem Charlton Heston schaut und weißt, wo das ganze Meer aufgeht und denkt, wow, das sind mächtige Sachen, die Gott dort gemacht hat. Aber man sieht dort, Gott hat, ich sage Gott, durch die Nehemia, durch die Leute, durch die Leiter, ich sage, weißt du was, wenn Gott etwas macht, ist es gross. Und wenn Gott etwas Grosses macht, was immer er macht, ist gross, dass wir auch gross können feiern. Es gibt nicht irgendwie eine kleine Feier. Sie haben nicht irgendwie einfach ein Trio, wie ein Trio Äugster, das wissen die meisten nicht da, aber ein Trio einfach hingestellt und denkt so, ein bisschen eine Geige, ein bisschen eine Bassgitarre und etwas anderes und tun es da singen und am Herrn Danke sagen für die mächtige Mauer und den Tempel und alles, was jetzt wieder aufgebaut worden ist. Es passt einfach nicht. Und ich glaube, dort müssen wir auch bei uns schauen. Nicht irgendwie am Sonntag in der Church sein und Halleluja, danke Jesus. Mhm. Ja, Halleluja, Amen, Amen. Es gibt die Christen, wo am Anfang vielleicht dastehen. Ja. Auch wenn es mal wirklich heavy ist, weißt du, Lobpreis und so. Und dann die, die ein bisschen halbmast sind. Und dann gibt es auch die Christen, die wirklich ein bisschen Dreiviertelmast sind. Und dann nach ein paar Jahren denkt man, was soll's? Und möglich, man geht voll und steigt ein. Und das heisst, ja, das ist vielleicht nicht mein Typ, mein Stil. Jesus hat ja auch nie getanzt und gejubelt, aber jeder, der ihn berührt hat, hat getanzt und gejubelt. Und es kommt auch darauf an, für was bist du dankbar? Wenn du zurückschaust und denkst, wo bin ich gewesen, wo könnte ich sein heute ohne Gott? Wo wäre ich heute Morgen ohne Gott? Und wenn wir so zurückschauen, wo er uns geheilt hat, wo er uns geführt hat, wo er uns beschützt hat, wie er uns beschenkt hat, nur schon Familie und Wohlstand in dem Land, wo wir geniessen können, mehr Länder da draussen einfach wirklich keinen Wohlstand haben. Und so viele Sachen, die der Herr uns beschenkt hat. Und ich weiß nicht für euch, aber für mich, ich kann nur Danke sagen. Es ist überwältigend, was er für mich gemacht hat in meinem Leben. Ich meine, ich denke zurück so als 16-Jähriger, ein Kochlehrer, total confused, enttäuscht, weil meine Hockey-Karriere ist nicht zusammengekommen. Und alle anderen Prüfungen, die ich machen wollte, ist nicht zusammengekommen. Und der Vater sagte, ja, dann machst du doch einen Koch und Lehrer. Und ich war dort, ich habe es gehasst. Wer will schon als Teenager von Öl und Fisch trinken die ganze Zeit? Ist einfach nicht gut gewesen. Ich habe es nie geliebt. Ich weiß, es ist ein schöner Beruf und viele von euch haben es vielleicht gemacht und geliebt, aber für mich, weil immer, weißt du, bist mit der Family zusammen gewesen und hast Verwandte, kleine, und sagst, ja, das ist der erste, der ist Koch. Und ich, ich habe nie gesehen, ja, er ist Pilot oder er ist Anwalt oder er ist Doktor, ja, er ist Koch. Und für mich war das mega mühsam gewesen, wirklich mega mühsam gewesen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin immer verglichen worden mit dem Bruder und der Bruder war sehr gescheit gewesen. Fotografisches Gedächtnis und so weiter, können das Buch lesen und fast zitieren. Immer Sechser gehabt. Ich weiß nicht, wieso Gott die Menschen macht, wenn man Sechser macht. Aber für mich ist es sehr mühsam gewesen. Ich musste büffeln, 10, 11 Mal bei 50 machen mit dem Vater zusammen. Wieso kannst du jetzt sein wie dein Bruder und so weiter. Anyway. Und heute habe ich einen höheren Grad akademisch als er, was lustig ist. Aber eben,
wenn ich zurückschaue, ich kann so viel zum Dankbar sein. Ich meine, meine Frau, meine Kids und Church und Freunde und andere Gemeinden und Christen. Ich meine, es ist so etwas Schönes. Ich weiß, wenn ich könnte sein, weil ich bei der Klassenzusammenkunft meine Kollegen gesehen habe. Und ich denke, Jesus, thank you, Jesus, dass du mich da jetzt bewahrt hast. Auch meine Freundin von der Highschool-Zeit her. Danke, Jesus, habe ich sie nie geheiratet. Ich habe sie ein paar Mal gefragt, wirklich. Ja, ich habe sie auf der Knie angelegt, komm, heiraten, dann kommt sie mit nein, noch nicht, oder nein. Und heute schaue ich zurück, denke ich, oh, Jesus, danke. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber eben, wir haben so viel zum Danken sagen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir müssen nie verlieren als Leiter, dass wir leitet im Danken sagen. Dass wir die Ersten sind, die Danke sagen. Dass wir die auch als Beispiel in einer Gruppe sagen, hey, ich bin so dankbar für meinen Pastor, für meine Leiter, für meine Church, für meine Familie. Und wirklich sagen, auch als Kleingruppe, wenn er beten tun, dass sie hören, hey, für was bist du dankbar? Weil das ist ansteckend, das hilft anderen auch, um dankbar zu sein. Und wo Dankbarkeit ist, ist Gott. Wo immer ihr Dankbarkeit sagt, kommt seine Gnade rein und es wirkt und ist wirklich etwas, wo euch gross hilft. Aber schön ist, wie es gesagt hat, sogar Frauen und Kinder haben teilgenommen. Ich weiss, vielfach ist Gemeindeleiterschaft, speziell in diesem Land, ist noch sehr eine Männersache, oder? Und ich bin immer schon froh und finde es schön, wenn Frauen auch kommen. Aber ich sehe da auch, die Family-Atmosphäre. Und Church für mich ist Family. Wenn Junge auf der Bühne sind und spielen, wenn Junge nehmen zwei oder drei begrüßen, Webseite gestalten oder was immer, wenn einfach die Junge ihre Talente in den Grenzen, ich finde das so schön. Weil nachher sind wir als Family unterwegs. Weil es ist ja ein Gott von der Familie. Und wenn wir als Familie das auch so machen können, ich glaube, dann tun wir da Gott wirklich auch grosse Ehre geben. Und Römer 15, Vers 13 heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfüllte euch mit aller Freude und allem, was Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was ich aber dort sehe, ist, in einem von diesen Versen sagt er, Gott hatte sie dazu gebracht, sich mit großer Freude zu freuen. Ich glaube, Gott hat sie nicht forciert. Ich glaube, so wie es wortwörtlich gesehen ist, heißt fast Gott sagt, ah, okay, ich weiß dich jetzt ein bisschen, Halleluja. Nicht irgendwie so. Ich glaube, es ist mehr so, dass je näher ich zu Gott bin, je mehr beschenkt er mich mit ihrer Freude. Je mehr ich in der Gegenwart bin, je mehr ich seine Freude auch kenne. Und ich glaube, das Umfeld wird dann die Freude freisetzen. Und ich glaube, wir als Leiter, wenn ich sage Leiter, wir sind die, die Einfluss haben im Leben von anderen. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn du Einfluss hast in jemand anderem im Leben. Und dann kannst du wieder auch sagen, hey, die Freude, grosse Freude, nicht irgendwie einfach ja, ein kleiner Chor, ein Trio, wirklich ein grosser Chor, viele Menschen, die ganze Family, ich gebe alles zu Gott hin. Und wenn man so mit Gott unterwegs ist, dann kann das nur, wie es da sagt, seine Hoffnung bringen, seinen Frieden bringen, seinen Glauben bringen. Wenn man wirklich Mühe hat mit unserem Frieden, Mühe hat mit Glauben, Mühe hat mit Hoffnung haben und vielfach der Welt, wenn man die Nachrichten schaut, gibt es fast keine Hoffnung mehr. Aber wenn man in Gottes Gegenwart ist, wenn man bei ihm dankbar ist, dann kommt das, wühlt er das in uns auf. Weil er, der in uns lebt, er bringt das dann wirklich raus, aus uns raus, wenn wir ihn mit Freude arbeiten. Und ich finde es einfach so schön, weil als Leiter sowieso, ich muss das machen. Ich muss manchmal im Büro einfach die Türen zumachen und auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich bin so dankbar, darf ich das? Ich bin so dankbar, dass ich einen Traumjob, meine Berufung, wirklich darf ausüben und komme noch einen Lohn dazu, was auch schön ist. Einfach gewaltig, die Dankbarkeit. Und ich will, dass wir das nie verlieren. Der vierte Punkt dort vom Vers 44 bis 45,
wo es heißt, eben Ernte, Zehnte und Gaben. Das kommt aus dem 44. Vers. An diesem Tag wurden Verwalter ernannt über die Vorratshäuser für die Abgaben. Die ersten Teile der Ernte und die Zehnten. Sie sollten die Gaben von den Feldern darin sammeln, wie es das Gesetz für die Priester und Leviten vorschrieb. Denn das ganze Volk von Juda schätzte die Priester und Leviten, die ihren Dienst versahen, sehr. Vers 45, sie taten den Dienst für ihren Gott und führten die Reinigungsvorschriften aus. Und auch die Sänger und Torhüter, sogar Goli haben sie da gehabt, hielten sich an die Anordnung Davids und seinen Sohn Salomon. Ich glaube, man kann wirklich nicht mit Gott unterwegs sein, außer man hat das Gefühl, ihm etwas zu geben, etwas zu beschenken. Ich habe das Gefühl, manchmal meine Worte zu meiner Frau, ich kann auch love you sagen, 50 Mal am Tag, aber irgendwann einmal will ich etwas geben. Ich will gerne eine Blume geben, ich will gerne ein Geschenk geben, vielleicht etwas, was sie, ein Schmuckstück oder etwas anderes haben. Ich will irgendwie, dass sie das von mir auch spürt und merkt, hey, er hat mich wirklich lieb. Er zeigt es auch. Und ich habe bei uns auch, wir können verschiedene Wege zeigen, wie wir Leute schätzen, verschiedene Wege zeigen, wie wir Gott wirklich auch schätzen tun und ihn tun arbeiten, indem wir etwas geben. Und ich glaube, in der Kultur sowieso jetzt, wir als Schweizer, wir sind sehr vorsichtig, wenn es um das Geld geht, wenn es um einige Sachen geht, weil da sind wir einfach geschult worden und gelehrt worden. Das sind die anderen Kulturen nicht so wie bei uns. Sehr speziell. Darum haben wahrscheinlich auch die meisten Banken in der Welt und auch vieles Geld von anderen Ländern sogar verwalten bei uns. Das ist eine Stärke von uns, die wir haben. Und das, was ich sehr schätze in der Schweiz. Und ich glaube, mit dem kommt auch Verantwortung. Und bei uns im eigenen Leben kommt auch Verantwortung, dass wir sagen, hey, ich schätze alles, was ich habe, kulturell, ich schätze, was ich habe mit Weisheit und Sparen und so weiter und Investments und was auch immer, alles wunderbar und schön. Aber schlussendlich gehört ja alles Gott. Amen. Schlussendlich können wir es nicht mitnehmen. Ich habe nie irgendwie einen Anhänger gesehen hinter einem Leichenwagen. Es gibt aber, man kann es nicht mitnehmen. Sie haben einmal einen reichen Mann in Amerika haben sie mal begraben, so einen Popstar irgendwie, mit all seinen Ringen und Schmuck und so weiter und Diamanten. Und wirklich, er war fast begraben gewesen mit Diamanten und Schmuck. Dann haben sie den Sarg zugemacht und haben sie mit einer grossen Zeremonie und viele Stars in Hollywood sind dabei gewesen, haben dort dann begraben. Und am nächsten Morgen war das Grab wieder ausgegraben gewesen, der Sarg offen, alles war draußen gewesen. Jemand hat irgendwie gedacht, nein, er braucht das nicht, ich brauche es mehr. Aber es zeigt auch wieder ein bisschen makaber, aber Humor drin. Man kann es nicht mitnehmen. Und ich glaube, es ist etwas, wo wir individuell müssen den Entscheid treffen. Weil es Gott gehört, ich gebe es ihm. Weil es Gott gehört, er kann alles haben. Ich weiß noch, als Bibelschüler bin ich in einer Session hineingesessen und der gelehrt hat, war ein bekannter und erfahrener Missionar gewesen. Viele Jahre in Afrika und Asien missioniert. Ist dann wieder in die USA zurückgegangen, so mit seinem Ende vom Leben, kann man sagen, und noch Bücher geschrieben und so weiter. Und er ist als Gastsprecher zu uns gekommen in Afrika, in der Bibelschule, wo ich war. Und hat dann davon erzählt, wie schön es war, als er sein erstes Auto jemandem schenken konnte, einem Missionar. Und er hat gesagt, er vergesse nie das Gesicht, wo er dem Missionar den Schlüssel geben konnte und sagen, hey, da kannst du das Auto haben. Er hat gesagt, das ist eines der schönsten Erlebnisse. Und er war so froh daran, er hat sich so daran gefreut, dass er das noch und noch gemacht hat. Und dass er dann auch, ich weiß nicht, wie viele Auto, wahrscheinlich ein Dutzend oder so, können verschenken. Und ich weiß, ich bin jeder gesessen und denkt, wow, für mich einfach unvorstellbar, als Bibelschulstudent, 21, denke ich, was, ein Auto verschenken? Ganz dann eigentlich noch. Und dann nachher, ein paar Jahre später, geheiratet gewesen. Und der Herr hat uns da mit ein paar Leuten zusammengebracht, die wir nicht gekannt haben, kennengelernt haben. Wir sind nachher in Mosambik und anderen Orten wirklich.
Und dann müssen wir Bus müssen fahren mit den Kindern und die Bus nehmen wir zusammengebrochen und einfach mühsam. Und der Herr sagt mir, gib ihm dein Auto. Und ich habe auch Kinder. ich wollte mit dem Bus fahren und denke ich, habe mit der Sandy noch besprochen und sie hat gesagt, ich habe es auch gehört. Und für mich war das ein riesiger Schritt gewesen. Ich meine, ein Velo, okay. Ich hätte sogar ein neues Velo gekauft. Aber mit den Kindern, dem Gepäck, das wäre nicht gut gegangen. Nicht. Und halt wirklich, das macht mein Auto geschenkt, mein zum Gehen. Und die Freude, die er hatte, und einfach die Tränen in den Augen von der Mutter und so weiter, und die Kids umeinander gumpen und das Auto geküsst draussen. Und einfach die Sachen gewesen, die... Und ich habe ein bisschen den Biss bekommen. Einfach das... Die Realität, Gott, dir gehört alles. Es ist nicht irgendwie, soll ich das Auto geben? Herr, wenn du das willst, wenn du dein Auto willst, geben durch mich, was kannst du machen? Und ich laufe, bis es Neues kommt. Es ist mir egal, es gehört alles dir. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir hinkommen wollen. Dass wir können sagen, hey, es ist nicht immer gesetzlich der Zehnte und Gaben und das Erste und das. Ich glaube, der ganze Leben steht zum Wissen, Herr, dir gehört alles. Wenn du sagst, gib 30%, gib den ganzen Zahltag nächste Woche. Herr, ich muss nicht herausfinden, wie es weitergeht, weil es ist ja ihm alles. Wisst ihr, was ich meine? Und gerade die grosse Hürde, die wir manchmal haben, ja, es ist unverantwortlich. Ja, aber das ist sein Problem, nicht dein Problem. Wenn alles ihm gehört. Ich weiß noch, mein Vater mir mal Geld gegeben hat, als wir in die Ferien gegangen sind. Erster Tag ist alles weg gewesen. Man gibt das Geld schneller aus, wenn es nicht unser Geld ist. Das ist ganz klar. Ich habe dort auch mit Gott. Alles gehört ihm. Und ich wollte, dass das in Teil von dieser Vier, dass sie das sehen. Gott will singen, will laut singen. Er will die Familie zusammen haben. Er will ein Vier machen, ein Fest machen. Aber in dem Ganzen inne, es kostet auch etwas. Meistens unser Fleisch. Und man sagt, hey, es ist mir nicht so wohl, aber Herr, prüf mein Herz, ich gebe dir alles. Es ist lustig, dass Jesus mehr über Geld gesprochen hat als Gebet. Wisst ihr das? Warum? Weil Geld ist das, was uns immer noch ein bisschen hebt in unserer Seele. Und darum muss Gott das Wort Seele und Geist trennen, damit man es ein bisschen näher anschauen kann. Und das wäre vielleicht ein gutes Gebet auch in der nächsten Woche. Herr, zeig mir doch, wie es du willst machen in meinem Geld. Zeig mir, wenn da irgendetwas ist, wo ich eine Anpassung machen kann, damit du kannst verherrlicht werden. Und ich glaube, das ist etwas super Schönes, was wir dort machen können. Und eben, dort, sowohl die Sänger als auch die Torhüter hielten sich an die Anweisung ihres Gottes und die Anweisung zur Reinigung. Das heisst, es hat wahrscheinlich einen Levit gegeben oder einen Pastor gegeben, wo Gott das Wort gelesen hat zu ihnen und gesagt, hey, wir als Gottesfürchtige, wir haben einen Gott, der so gut ist, den wir uns reinigen, alles wirklich ihm widmen, ihm geben und voll in die Freude hineingehen mit dem. Und ich glaube, wenn ich einen Satz könnte rausnehmen könnte heute, also morgen schon gesagt und erwähnt, was immer du Gott widmest, wird wertvoller. Was immer du Gott gibst, wird wertvoller. Dann beten wir miteinander. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe für uns. Ich danke dir, Herr, für dieses Commitment zu uns, wo du auch mit uns bist, egal was wir durchstehen. Und Herr, wir wollen heute Morgen unser Herz ein bisschen anschauen und sagen, Herr, gib uns Einsicht in uns selber, damit wir bei dir Leiter sein können, die können in Freude leiten und führen, dass wir die Beispiele können leben, die Prinzipien können umsetzen, damit du kannst verherrlicht werden, unsere Freude kann überflüssend sein. Jetzt gerade mit jedem Auge zu und niemand schaut irgendwie um oder läuft um. Ich wollte aber mal denen im Livestream und dann auch bei uns da jetzt heute Morgen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du mit einem Freund gekommen heute. Vielleicht bist du einfach da reingelaufen und hast nicht genau gewusst, warum. Aber
Vor einigen Jahren bin ich mal in den Gottesdienst gekommen und habe dort eine Predigt und ich habe einen Aufruf gemacht am Schluss, wie jetzt auch da, und die Leute die Möglichkeit gegeben haben, Ja zu sagen zu Jesus. Und am Ende vom Gottesdienst kommt ein junger Mann runter. Habe ihn noch nie gesehen. Und er sagt mir, ich kann gestern will in mein Leben nehmen. Und ich habe gesagt, Gott, ich gebe dir noch eine Chance. Und bin heute Morgen in den Gottesdienst gekommen. Und habe mein Leben jetzt wirklich Jesus anvertraut. Und ich bin Gott so dankbar, habe ich die Einladung können geben. Und ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn es nicht geschehen wäre. Und darum wollte ich jeden Gottesdienst hineingehen mit dem Gedanken, vielleicht ist da jemand, der sagt, Gott, ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich kenne euch nicht. Ich weiss nicht, ob ihr alle da Ja gesagt habt zu Jesus, aber mit wirklich, ich möchte dir eine Einladung geben, wenn du Gott nicht persönlich kennst. Wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, komm in mein Herz hinein. Dass du das heute kannst machen. Und Jesus verspricht dir, dass er dich nie wird verlassen. Und dass er ewig mit dir wird sein. Und ich sage das, und warum es mir so wichtig ist, weil Gott, weil Himmel und Hölle sind wirkliche Orte. Und ich wollte nicht, dass du die Zeit jetzt verpassen tust. Ich wollte, dass du Ja sagst zu Jesus. Ich wollte, dass du mit uns, mit mir, mit allen Christen wirklich kannst die Ewigkeit in Gottes Gegenwart haben. Darf ich noch alle miteinander das Gebet nachbeten nach mir? Und wenn du das zum ersten Mal beten, dann tust du wirklich von ganzem Herzen beten. Vater im Himmel, du musst alle beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für Jesus. Jesus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist. Jesus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist. Danke, dass du das Leben gelebt hast ohne Sünde. Danke, dass du das Leben gelebt hast ohne Sünde. Und du bist an das Kreuz gegangen. Du bist an das Kreuz gegangen. Für mich. Für mich. Und hast dein Leben gegeben für mich. Und hast dein Leben gegeben für mich. Und heute gebe ich mein Leben dir. Und heute gebe ich mein Leben dir. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Dass du jetzt in mein Leben kommst, in mein Herz. Ich möchte dich wirklich besser kennenlernen. Ich möchte dich wirklich besser kennenlernen. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus.